Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Wieder im Team dabei ist der gute Lasse, Michael und die Ziege. Hallo. Miau. So, was Feines haben wir dann heute? Ein Geist. Einen oder zwei? Nee, ein Geist. Ich bin mal gespannt, wann er ist. Wir sind sparsam, das ist Corona. Achso, ja, wir dürfen uns immer nur einzeln treffen, gell? Genau. So, wir müssen einen Geist finden, ein Teammitglied muss ein Zeuge werden, also es wird wahrscheinlich dann wieder Peacemaker. Mhm. Bewegungssensor müssen wir machen, das ist gut, und für einen Beweis über natürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader. Subi, dann bewaffne ich mich gleich mal wieder mit meiner Taschenlampe. Ich habe Buch und Fotoapparat dabei. Ich nehme mal die Spirit. Gut. Dann nehme ich einen Bewegungsmelder noch mit. Ich nehme noch einen Thermometer, und dann haben wir auch das. Thermometer, okay, dann nehme ich Salz mit noch. So, das habt ihr jetzt davon. Perfekt, so. Also wir haben Stephen Brown, ne? Mhm. Ja. Hey, nehmt mich mit. Lass mich nicht hier alleine. Schnell abhauen. Lauft. Er kommt, der Geist kommt. Hat er einen Schlüssel? Ey, nur weil ich so grausam aussehe, muss ich das kleine Geist sein. Also Trick 2, das ist schon Stephen Brown. Und gleich ist eine Geisterjagd am Start. Gib uns ein Zeichen. Weiß der kleine Uhren in der Kerl. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Stephen Brown. Oh, der Knochen. Oh, Knochen ist immer gut. Gespannt, wann der Entwickler auf den Trichter kommt, hinzugehen und macht zwei Geister in ein Haus drin oder in die Schule und so Kram. Das ist ja richtig übel. Das wäre ja extrem krass eigentlich. Ja, das kommt nachher, du bist irgendwie allein gegen fünf Geister. Ein Zeichen. Genau, da muss man sie am besten noch einfangen. Indem man sie wirklich so ausräuchert und die dann verschwinden, da? Oder ein Foto machen muss. Wie in Luigi's Mansion mit dem Staubsauger. Ja, stimmt. Raum gefunden. Wo denn? Wo? Oben. Ihr müsst da nach oben kommen, am Ende des Gangs reintappen. Der ist der Schlafraum. Okay. Na, wenigstens nicht im Flur. Wo bist du? Wie alt bist du? Also ich bin alt genug. Das glaubst du. Gib uns ein Zeichen. So. Bist du hier? Ja, unter meinem Kopf. Man kann den Schrank doch aufmachen. Du kommst nicht rein. Ja, aber man kann den Schrank aufmachen, das ist schon mal viel wert. Naja, um nicht reinzukommen, ist doch toll. Ja, du, es könnte ja irgendwas drin sein. Ein Ouija-Board oder Knoche oder sonst irgendwas. Ja, klar, aber... Ja. So, also, ich setz dann schon mal Salz. Der Geist reagiert nur auf Alleine, richtig im Kopf. Stimmt, ja. So, vielleicht mal. Verschwinden. Sekunde, ich... Bin ja schon draußen. Also, der Bewegungsbilder war in welcher Höhe? Kniehöhe, gell? Und am besten hier so. Schau, ob hier oben noch irgendwas ist. Wo bist du? Genau. Wie alt bist du? Nein. Bist du ein Mann? Ich bin weiblich. Bist du eine Frau? Ja. Bist du Michael? Nein. Schade. Meine hässliche Frau. Keine Antwort auf der Kabelbox. Also quasi hier, ist schon mal raus. Zeichen. Ich küsse mal raus, ich kann mal raus. Gib mir ein Zeichen, bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen, bin zu kuscheln. Es muss ein guter Geist sein, hier stehen Kaffeetasse rum. Bist du hier? Wir sind halt leer. Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Steve Brown.
Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Hand! Ja. Wollt ihr den Geist sehen? Der ist in diesem Raum drin. Wir waren im falschen Raum. Ja, ihr habt auch gerade bei EMF und Geister dabei. Ja, wir sind im falschen Raum gewesen, Laszlo. Dann habe ich jetzt ja pervers Glück gehabt. Der Raum war unter 10. Nein, aber das ist der falsche Raum gewesen. Ja, nicht immer ich. Ab und zu habe ich ja dann auch mal Glück. Aber das Ding ist halt, der Raum war halt unter 10 Grad und längere Zeit. Ja, glaube ich dir. Aber ich renne da so raus, weil ich denke, der Geist ist hier drin. Ich gehe so raus, ich höre dann so auf einmal eine Tür zu klacksen. Ich denke mir so, ach scheiße, der Geist ist da drin. Ich verstecke mich im Bad und so und danach easy. Also ist das hier bist jetzt, du hier? Was? Ja. Bist du hier? Gut, dann stelle ich mir das Stativ in die Ecke. Ja, Jungs, eure Sanity ist bei 20, ne? Nur das Ding. Okay. Achso, gut, dann gehe ich mal kurz raus. Also, wir sollten alle einmal Pilz nehmen, glaube ich. Pilz? Okay. Pilze. Pilz, ne? Ich komme. Ja, also, à la Mario. Das Ding ist halt, es wurde auch ein Bug gefixt, deswegen ist das wirklich eine Sanity. Wenn ein Geister-Event ist, wird der Sanity abgezogen und nicht dazugefügt. Okay. Und ich möchte anmerken, der Geist hat locker 30 Sekunden bei mir an der Tür gechillt. Das war unangenehm. Das ist eklig, das kann ich mir vorstellen. Oh. Ja, ich und Michael sind bei 0. Wow. Du hast wenigstens noch 1%, also, ja. Ja, und jetzt, wohin als sie reinkamen, waren es 0. Achso, sind eh alle da. Also ich habe jetzt schon Pilze genommen, also deswegen. Wir sollten alle Pill nehmen, sonst ist das gleich lost. Ist das, glaube ich, sowieso jetzt schon, weil wir noch nichts haben. Mhm. Ich glaube, wir sollten die Lichter anmachen. Die, also das ist die beste Kamera. So, die sieht doch gut aus. Hat jemand Licht drin angemacht? Achso, das ist ein Weideck schon. Also Geisterorbs sind wir noch keine, denke ich. Ist da was im Buch?
Nee, steht nichts drin, glaube ich, oder? Ja, mal gucken. Also ich hab's doch gerade erst hingeschmissen. Ja, aber es ist ein leicht schwarzer Schatten auf dem Buch. Mhm. Auf den meisten Seiten. Ah, Bewegungsmelder hat auch schon funktioniert. Also den extra Cash hätten wir. Ja. Ja, das stimmt, das wird nur noch der Geist. Ohne dass sie ja, drauf gehen. Gar nichts. Und ich glaube, das wird eine Herausforderung hier, nicht drauf zu gehen. Ist echt eklig. So. Weil der Geist ist doch relativ aggressiv. Wir hatten aber gemeint, eine gute Idee, die ganze Zeit reinzurennen und den Namen zu sagen. Also, es hat die anderen Male echt gut funktioniert, ja. Die andere Male. Wofür? Scheinbar. Ach schon, da, UV hat auch jemand dabei. Wie war das? Das bleibt doch einer von euch im Van und dann, wenig Sanity habt. Ich weiß nicht. Wo die wenigste Sanity hat. Weiß nicht, ich glaube, Michael war, du warst ein bisschen noch unter mir mit der Sanity. Also ich benutze jetzt nochmal das Fieberthermometer, um zu gucken, ob der Geist Fieber hat oder Corona. Also wir sind schon im Gang 12 Grad, 9 Grad. 9 Grad. Hier im Gang. Mhm. Ah, vielleicht liegt es daran, dass der Geist jetzt den Raum verlassen kann. Wir haben Buch. Also er kann das? Buch hat er geschrieben, genau. Gut. Aber wenigstens schon mal etwas. Kein UV, also bis jetzt nicht im Raum. Spirit, Revenant, Shade und Dämon. Yurai, Oni, also so ziemlich alles. Raumtemperatur ist 14 Grad, also deswegen... EMF? Wo ist das? Rot? Du bist bei 3, ja. Hier. Wie alt bist du? Alleine, du musst alleine im Raum sein. Achso, stimmt, ja. Ich gehe klar raus. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ich glaube, der Geist kann die Räume verwechseln oder zumindest an eine andere Räume wandern und die Temperatur steigt wohl nicht mehr. Das heißt, Thermometer ist also echt genervt worden. Ah. Ich stehe hier bei 11 Grad. Ja, der andere Raum war halt auch bei 9. 11, 16, also ich bin jetzt hier am Gucke. Ja, das Salz war jetzt halt voll für die Füße dort gelegt. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Also egal was war, aber hier drin bist hat er hier was rumgeschmissen. Oder habt ihr mit dem Bunny gespielt? Gib mir ein Zeichen. Nee, ich glaube nicht. Einer von uns war es vorhin. Einer von uns war es vorhin. Gib mir ein Zeichen. Tut mal ein Clip. Hand! Der ist, glaube ich, wieder in einen anderen Raum gewechselt. Kann das sein? Also hier war Elbe kurzfristig 7 Grad. 9 Grad. 7 Grad. Peacemaker, bist du hier irgendwo noch? Ja, ja. Bist du hier? Also das ist halt echt weird. Gib uns ein Zeichen. Hat jemand mal oben gecheckt? Ja, aber wie gesagt, hier ist 10 Grad hier im Gang. Ja, keine. Also ich weiß, dass Temperaturen nicht mehr steigen. Doch, okay, in diesem Raum sind Salzspuren. Also hinterlassen. Gib mir ein Zeichen. Ist er wieder in diesem Raum? Ja, ja, da auch gerade das Herzklopfen da.
Ja. Alter, okay, okay, das ist ja richtig krass, wenn er wirklich. Also das Ding ist halt, was auf jeden Fall safe ist, ist, dass die Sanity gefixt ist. Dass die nicht mehr verdroppt, sondern dass die wirklich konstant runtergeht. Nicht steigt. Mhm. Und das merkt man richtig. War eigentlich jemand von euch am Telefon? Oder war das schon vorher abgehangen? Nee. Das war schon vorher. Das ist zufällig. Also wo ich jetzt hochgegangen bin, hat er angefangen zu jagen. Ich guck nochmal, weil die Temperatur oben... Das Buch hat sich gerade bewegt. 4,3 Grad. 3 Grad in diesem... Ich glaube, es ist der Raum, es ist der rechte Raum, aber der war zuerst kalt, das muss halt der sein. Dann war er kurz unter dem anderen, deswegen ist da auch kalt. Ja, also das Buch hat sich gerade bewegt. Ja, mal auf den Fußabdrücker. Oder der wechselt halt von den Räumen her. Ah. Kann der auch sein. Wenn wir ja sehen, wenn wieder eine Jagd beginnt, ob der hier drin wieder spawnt oder nicht. Jetzt die große Frage, haben wir überhaupt noch irgendwas außer Buch? Ja, nee, eigentlich nicht. Den EMF-Reader wieder nehmen. Oh, ich hätte gerade Herzklopfen. Eklig. Ja, der ist hier drin. Fingerabdrücke könnten wir nicht prüfen. Hab ich geguckt, war nicht. Naja, nur 2 EMF. Okay, er steht am Bett. Es könnte ein Phantom sein. Der ist gerade verschwunden, wie ich ein Foto gemacht habe. Mhm. Gucken wir mal, was das dann findet. Lass uns doch mal rausgehen. Ja. Wäre ich auch stark dafür. Raus und dann sortieren wir aus. Dann sortieren wir uns und gucken, was wir dann brauchen für den Phantom. Haben, sollten wir sie nicht verschwenden. Natürlich. Docke! Ich hab keinen Herzschlag. Interessant, ich glaube, die ganze Zeit Herzschlag. Sanity ist nur bei jenen oder bei jenen. Ja, wahrscheinlich. Es ist eine absolut aggressive Möhre, die Tussi da. Aber wie gesagt, Tussi? Ich glaube, das sind Phantom. Ja, ihr muss Tussi sind so aggressiv wie die. Ist. Also bei jedem ist die Sanity auf 0, 2, 3 vielleicht. Ja, 0 plus minus 5. Haben wir eine Quest für Sanity 0? Weiß es jemand? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, Phantom. Das Phantom war was Option? EMF Level 5, Geisterorb und Gefriertemperatur. Nix kann Buch, schon nicht also einfach ein Buch haben. Wir kann schon nicht einfach das Buch haben. Genau. Schade. Aber das wäre krass gewesen, weil Kamera, Foto verschwunden. Oder gibt's noch einen Geist, der nicht reagiert? Also wir haben Uni, aber Jurai wird drin. Also wir haben halt echt wenig Sanity. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Profi zusammenhängt, weil das wurde alles gefixt und das ist jetzt ein bisschen anders. Aber könnte auch ein Jurai sein. Ja, da brauche ich mal bei Geisterorb und Gefriertemperatur. Ja, okay. Und Gefriertemperatur hatte... Ja. Also, wir hätten noch Oni zur Auswahl. EMF Level 5, Geisterbox. Geisterbox hat aber auch nichts gemacht. Ja. Also, Spirit... Revenant, Shade,
Dämon, der Onkel Yurai und der Oni. Hm, aber so aggressiv wie der ist. Ja, nee, ich habe eine verstellt. Also ich habe eine in den Flur gestellt. Ja, eine in den Flur und eine in meinem Zimmer, müsste die sind. Hm. Das ist so ein Flur. Ja, aber das ist, glaube ich, die andere ist, glaube ich, im alten Zimmer. Aber wie auch immer, ich sehe keine Geister auf. Also Geister aus würde ich auch ausschließen. Ja, aber dann wird's schon eng. Ja. Ja, aber nützt ja nichts. Also ich meine, anderes fällt mir jetzt nicht ein. Und also wir können jetzt theoretisch auf gut versuchen, jeder tippt sein Ding in, was er meint, und mal gucken, wer recht hat. Weil nochmal reingehen wäre, glaube ich, Killer. Mhm. Und dafür müssten wir das. Also ich, Revenant, muss ich mal gucken. Das meldest du auch gerade Aktivität? Box. Fingerprints. Ja, aber da auch wieder EMF Level 5. Mhm. Also die EMF, wir hatten zumindest das EMF, das hat zwar nichts damit zu tun, aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass es auch EMF 5 ist. Wir es einfach nur nicht bekommen. Aber warte mal, Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leichter zu erkennen. Aber da wäre halt auch EMF Level 5 und Geisterbox. Genau. Aber ich meine, das wird ja passen. Inwiefern passt das? Ja, ja, weil doch relativ viel aktiv war und der die ganze Zeit Sachen durch die Gegend geschmissen hat. Was hat durch die Gegend geschmissen? Ich hab auch nichts gesehen. Ja, als ich vorhin drin war, hat er das Buch geschmissen und irgendwie einen Ball. Aber selbst dann, wir haben halt keinen, also EMF kann man einfach nicht gefunden haben, aber wir haben keine Box. Ja. Also zumindest das können wir auf die Box nochmal prüfen, weil jemand jetzt alleine in den Raum stellen ist, glaube ich. Ja, das stimmt. Der Abschuss. Geisterops hatten wir auch nicht. Plausibel. Ja. Geisterops ist raus. Das heißt, also Yurai ist weg. Auch mit dem Uni gehen. Ich weiß nicht, Yurai? Ja, Yurai wär ein Geisterops, das fällt schon mal raus. Ja, und genau. Freezing, auch, ja, und da wir das beides nicht haben, Geisterbox, Geisterbuch und Gefriertemperatur wäre Dämon. The Revenant ist Level 5, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Also ich würde auf Revenant tippen. Wir haben keine Fingerabdrücke, das habe ich schon überprüft. Hast du keine gesehen? Auch okay. Ich habe 4 Türen angeguckt, sämtliche Fenster und sämtliche Lichtschalter im ganzen Bereich um die beiden Räume rum. Selbst von den Badezimmern, da war nichts. Kann sein, dass da nachträglich hinzugefügt sind, aber er hat auf jeden Fall Sachen bewegt und da war halt absolut keine Fingerabdrücke. Dann wird nur noch das Spirit auffallen. Ne, wie gesagt, ich finde die Geschichte mit Oni plausibel. Er ist aktiv, wie wir drinnen sind und er bewegt Objekte. Ja. Dann tippen wir mal Oni in. Sekunde. Machen wir Oni. Alle bereit sind soweit? Jupp. Okay, gut. Also wir sind uns einig mit Oni. Mhm. Ja. Dann einfach Rumble. Weil mit Sanity 0 und 3, 2 Ns, ein bisschen dünn. Ach, YOLO. Das sind $195. Ach Mist, ein Shade. Ja, das ist schon was. Schade. Das ist krass. Ja, schade, genau. Schade, ne? Aber hey, gab trotzdem Geld. Das hätte was. Ja, aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, wir hatten alle viel Spaß. Haut rein und tschüss.